Der Neusiedler See, die größte Badelacke der Welt, der größte See Österreichs, aber leider auch ein See, der so seine Probleme mit dem Wasserstand hat. Seit Anfang März weist der saisonale Rekordtiefststände auf, ein Trend, der sich seit Jahren abzeichnet. Woher dieser Wasserarmut kommt, was die Folgen sind und was man dagegen tun kann, darum geht's heute in einer neuen Folge von Nachgeschaut. Bevor ich aber auf die Probleme eingehe, wäre es, glaube ich, auch wichtig, ein wenig die Geschichte bzw. den See und was ihn umgibt zu betrachten. Zuerst einmal ein paar Grunddaten. Der Neusiedler See hat eine durchschnittliche Fläche von etwa 320 Quadratkilometer, wobei 230 davon in Österreich liegen und die restlichen 90 sich in Ungarn befinden. Außerdem ist etwa die Hälfte der Fläche von Schilf bedeckt. Diese Verschilfung ist allerdings nicht komplett natürlich, sondern ist die Folge der Düngereintragung aus der Landwirtschaft und dem Zufluss aus dem Einserkanal und ist eigentlich erst durch die Eröffnung des zweiteren im Jahr 1909 stark angewachsen. Apropos Kanal, woher bekommt der See eigentlich sein Wasser her? Nun, 76% der Wasserzufuhr kommen rein durch Niederschläge und nur 24% aus Zuflüssen wie der Wulka oder dem Angerbach. Beim Wasserverlust ist es sogar noch extremer, da 89% rein nur durch Verdunstung verloren gehen, was ihn von Seen wie dem Bodensee unterscheidet. Der einzig bedeutende Abfluss ist eigentlich nur der vorhin erwähnte Einserkanal, welcher dazu benutzt werden kann, den Wasserstand zu regulieren. Das hydrologische Einzugsgebiet, also das Gebiet, von welchem der See seinen Abfluss bezieht, ist dabei insgesamt 1160 Quadratkilometer groß. Apropos Wasserstand, wie schon eingangs erwähnt, ist der See nicht besonders tief. Gerade einmal 1,8 Meter tief ist die tiefste Stelle, während die durchschnittliche Tiefe nur etwa 1 Meter beträgt. All das macht den Neusiedler See zu einem sogenannten Steppensee. Ein Steppensee ist ein See mit flachem Becken und schwankendem Wasserstand, welcher hauptsächlich von Niederschlag und Verdunstung abhängig ist. Wichtig zu erwähnen wäre hier abschließend noch, was nun die Fläche rund um den See betrifft, ist vor allem das östliche Gebiet, der sogenannte Seewinkel, mit seinen zahlreichen Wasserlacken relevant. Bevor wir uns aber komplett in die genaueren Details des Sees stürzen, fange ich mit der Geschichte des Neusiedler Sees an. Ein wichtiger Aspekt des Sees hat seinen Ursprung vor rund 20 Millionen Jahren. Damals herrschte in dem Gebiet des Wiener Beckens definitiv kein Wassermangel, denn damals war hier tatsächlich ein Meer. Deshalb finden sich hier bis heute große Salzablagerungen, was den See auch zu einem sogenannten Sodasee macht. Warum das wichtig ist, darüber reden wir später. Den nächsten wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Sees finden wir vor etwa 8000 Jahren. So lange ist das Gebiet rund um den Neusiedler See nämlich schon besiedelt. Zuerst kamen unter anderem die Römer, welche die Eichenwälder für die nahegelegene Stadt Carnuntum abholzten. Dadurch kam es zu der heutigen waldarmen Versteppung der Landschaft. In dieser Zeit entstanden auch die ersten Weingärten. Über die nächsten Jahrhunderte wurde das Land unter anderem von Ostgoten, Slawen und letztendlich den Magyaren besiedelt. Zu dieser Zeit, genau genommen im Jahr 1074, wurde der See zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Damals allerdings noch unter dem Namen Stagnum Fertő. Daher kommt auch der heutige ungarische Name Fertő. Rund um diese Zeit war der See nach einer längeren Trockenperiode auch bereits schon einmal komplett ausgetrocknet. Danach folgten die Bayern, welche von den Mongolen vertrieben wurden. Doch in den Folgejahren siedelten sich süddeutsche Siedler wieder neu an. Daher kommt auch der deutsche Name des Ortes Neusiedl und dadurch auch des Sees. Auch über die nächsten Jahrhunderte war das Gebiet, zum Beispiel während der Türkenkriege im 16. Jahrhundert, hart umkämpft. Erst während der K&K-Zeit kam etwas mehr Ruhe in das Gebiet. Das lag vor allem an der Magyarisierungspolitik, die alle Nicht-Magyaren assimilierten. Bereits damals gehörte der See größtenteils zum Burgenland,
welches damals allerdings noch zu Ungarn gehörte. Erst nach dem Ersten Weltkrieg und einer Volksabstimmung im Jahr 1921 gehörte das Gebiet dann zu Österreich. Fast schon am wichtigsten am See ist aber wahrscheinlich die Tier- und Pflanzenwelt, die Flora und Fauna. Denn die ist durch den niedrigen Wasserstand am meisten betroffen. Der Schilfgürtel des Neusiedlersees und die Laken sind ein für ganz Europa wichtiger Brut- bzw. Rastplatz für Zugvögel. Brutvögel finden in diesen seichten Uferzonen Nahrung und können so Energiereserven für den weiteren Flug nach Süden sammeln. Im Nationalpark sind rund 320 Vogelarten nachgewiesen, von denen etwa 120 dort brüten. Dazu zählen unter anderem der Silberreiher, der Graureiher oder die Großtrappe. Aber auch kleine Tiere wie das Ziesel oder der Hamster leben um den See. Insgesamt beherbergt der Neusiedlersee 21 Fischarten und nimmt im Burgenland insofern eine Sonderrolle ein, als dass er für viele Arten, wie zum Beispiel den Wildkarpfen und Sicheln, das einzige Rückzugsgebiet darstellt. Andere Fischarten, wie zum Beispiel Zander oder Wels, könnten sich hier vermehren, wobei trotz allem Sicheln und Laube die dominierenden Fischarten sind. Dazu kommen dann noch diverse Amphibien wie Erdkröten, Laubfrösche oder Teichmolche und Reptilien wie die Ringelnatter oder die Zahnedechse. Als wichtiger Zusatzpunkt ist auch noch zu erwähnen, dass die Kulturlandschaft Neusiedlersee seit 2001 ein UNESCO-Welterbe ist, wobei es auch schon davor diverse nationale und bilaterale Abkommen gab, den See und das Umfeld zu schützen. Konkret heißt das, dass es zum einen eine Naturzone gibt, welche die Kernzone der beiden Nationalparks in Ungarn und Österreich beinhaltet und dabei eine Fläche von etwa 4500 Hektar umfasst. Zum anderen gibt es dann auch noch sogenannte Bewahrungszonen, welche von landwirtschaftlichen und touristischen Pflegemaßnahmen abhängig sind. Insgesamt gibt es 6 Stück davon. Diese sind Apethlon Lange Lacke, Ilmitz Hölle, Brodersdorf Karmazig, Sandegg Neudeck, Wasen Hansack und die Zittmannsdorfer Wiesen. Der See hat aber auch eine wesentliche gesellschaftliche Bedeutung. Da wäre zum einen der Weinbau. Ganze 12.225 Hektar groß ist das Weinbaugebiet rund um den Neusiedlersee. Dieses Gebiet ist vor allem von den ebenen Schotterflächen und der Parndorfer Platte geprägt. Dazu kommt auch das günstige Klima mit 2000 jährlichen Sonnenstunden. Insgesamt 940 Betriebe gibt es in dem Gebiet allein in Österreich. Zu den bekanntesten Rebsorten aus dem Gebiet gehören unter anderem der Welschriesling und der Weißburgunder. Ein weiteres Standbein in dem Gebiet ist der Tourismus. Ganze 2/3 des Tourismus des Burgenlandes ist in dieser Region konzentriert, während die touristische Bedeutung des Sees für Ungarn eher kleiner ist. Deshalb, und um mir das Ganze etwas leichter zu machen, werden wir uns nur die österreichische Seite ansehen. Allein letztes Jahr gab es rund 1,4 Millionen Übernachtungen. Davon kamen etwa 1 Million von ÖsterreicherInnen und etwa 370.000 von AusländerInnen. Vor allem NiederösterreicherInnen und WienerInnen bzw. Deutsche nahmen jeweils die meisten Übernachtungen in Anspruch. Die 5 größten Destinationen sind dabei Brodersdorf, Rust, Ilmitz, Mörbisch und Frauenkirchen. Diese Übernachtungen werden dabei auf ca. 24.000 Betten verteilt. Wichtige Ausflugsziele sind dabei die zahlreichen Strandbäder, vor allem in Brodersdorf, von denen auch die diversen Geschäfte und Lokale profitieren. Aber auch die Seebühne in Mörbisch ist für die Seefestspiele eine beliebte Location. Der Tourismus hat allerdings auch negative Folgen, speziell den Flächenverbrauch in der Gegend durch die diversen Ferienhäuser und Hafenbetreiber. Vor allem seit der Jahrtausendwende werden die Grundstücke dabei mehrheitlich als teure Dauerwohnsitze verwendet, was dem Landesentwicklungsprogramm des Burgenlands aus dem Jahr 2011 widerspricht, da eigentlich touristische Nutzung Vorrang vor der Privatnutzung haben soll. Abschließend wäre dann noch die Landwirtschaft. Das Problem mit der Landwirtschaft ist vor allem der Wasserverbrauch, denn gerade in einem Gebiet, in dem das Grundwasser extrem wichtig ist, werden Pflanzen wie zum Beispiel Mais angebaut, die nicht nur eine Menge Platz, sondern auch eine Menge Wasser verbrauchen. Wichtig ist hier allerdings zu erwähnen, dass durch die Grundwassernutzung eher die Salzlaken um den See beeinflusst werden als der See selber. Jetzt haben wir mal abgearbeitet, warum der See so wichtig ist. Nun kommen wir zu dem wichtigen Teil.
die Probleme, die das Sehen im Moment bzw. nun eigentlich schon seit Jahren hat. Einer der Hauptprobleme ist im Moment der Niederschlag bzw. das Fehlen davon, da, wie bereits eingangs erwähnt, die Wasserbilanz des Sees massivst davon abhängt. Im letzten Jahr alleine gab es anstatt dem langjährigen Mittel zu erwarteten 600 mm Niederschlag nur etwa 440 mm. Dazu kam dann der drittwärmste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, weshalb es einen starken Abfall des Wasserstandes gab. Dieses Jahr sieht es noch schlimmer aus. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden von den erwarteten 90 mm Niederschlag nur knapp über 30 mm erreicht. Und auch in den Monaten April, Mai und Juni lagen die Niederschlagssummen deutlich unter dem langjährigen Mittel. Ein wichtiger Faktor der Gesundheit des Seegebietes sind auch die Salzböden bzw. Salzlacken, welche allerdings fragiler sind, als man glauben mag. Denn wenn der Grundwasserspiegel im Bereich einer dieser Lacken oder Böden tiefer als einige weniger Dezimeter fällt, dann wird der Salztransport zur Bodenoberfläche unterbunden. Wenn diese Unterbrechung für längere Zeit aufrecht bleibt, lässt auch die Quellfähigkeit der Bodenpartikel nach, wodurch Niederschläge sofort versickern und Salze in tiefere Bodenschichten ausgewaschen werden. Dadurch entwickelt sich an der Oberfläche eine geschlossene Vegetationsdecke mit mehrheitlich nicht halophilen Pflanzen, also Pflanzen, die nicht an eine salzreiche Umgebung angepasst sind. Schon 10 bis 15 Jahre nach einer massiven Grundwasserspiegelabsenkung können an derart degradierten Standorten alle Salzpflanzen verschwunden sein. All dies geschieht unter anderem durch die Anlage von Entwässerungsgräben, die den Grundwasserspiegel im Bereich der Salzstandorte dauerhaft absenken und bzw. oder Salze aus den natürlicherweise abflusslosen Lackenbecken ableiten. Durch diesen Mechanismus sind zahlreiche dieser Lacken und Böden bereits verschwunden. Die Frage ist nun, wird er austrocknen? Bevor wir das beantworten, schauen wir kurz in die Vergangenheit. Denn dass der Neusiedlersee austrocknet, wäre nicht das erste Mal. Wie schon vorhin erwähnt, war um die Jahrtausendwende, also die um 1000, der See mal ausgetrocknet. Und soweit ich das mitbekommen habe, war das auch über die nächsten Jahrhunderte wiederholt der Fall. Vor allem im 18. und 19. Jahrhundert gab es vermehrt Trockenphasen, unter anderem 1740, 1773, 1811 bis 1813 und dann zuletzt 1865 bis 1871. Speziell diese letzte Trockenphase werden wir uns genauer ansehen, um eine Idee zu bekommen, was ein niedriger bzw. nicht existierender Wasserstand für Folgen hat. So trocknete der Bodenschlamm relativ schnell auf und bildete mit dem herauskristallisierten Salz aus dem See eine Menge Staub, der durch den nicht zu knappen Wind auch entsprechend emporgewirbelt wurde und auch ihren Weg in die Gemeinden, auf die Äcker und die Weingärten fand. Dies hatte zum einen schlechte Ernten zur Folge, die aber auch teilweise am Frühjahrsfrost lagen, da durch die mangelnde Wassermenge im See dieser keine Wärme speichern konnte, die die Pflanzen in der Umgebung teilweise vor der Kälte schützt. Zum anderen leideten eine Menge Leute rund um den See anschließend an Augenentzündungen. Tatsächlich begannen 1868 einige die neu gewonnene Fläche als Ackerboden für unter anderem Rüben und Weizen zu nutzen. Und tatsächlich waren diese Flächen relativ fruchtbar, für etwa 2 Jahre, denn dann kam schon langsam wieder das Wasser zurück, was die Anbaukulturen überflutete. Durch Schneeschmelze und Regen vermehrte sich das Wasser im See im folgenden Frühjahr beträchtlich. Dazu kam dann im Jahr 1872 auch viel Wasser von der Rabnitz und der Rab über den Hansack, da zu diesem Zeitpunkt der Wasserstand der Donau relativ hoch war und die Gewässer dadurch bis zum See gedrängt wurden. Das alles führte dazu, dass der See eine Tiefe von 60 bis 80 cm erreichte und auch die Wasservögel und Fische wieder zurückkehrten. Wie hat sich nun der Wasserstand in den letzten Jahren entwickelt? Nun, dafür müsste jemand die offiziellen hydrographischen Daten der Messstellen herunterladen, abgleichen und darstellen. Warte mal, wieso schneidest du jetzt auf mich? Du wartest doch nicht etwa, dass ich mich durch all diese schlecht beschriebenen Daten wühle, oder? Okay, habe verstanden. So sieht das Ergebnis aus. Auch wenn der Pegel stark schwankt, lässt sich erkennen, dass bis zu Beginn der 90er Jahre ein 5-Jahres-Zyklus vorherrschte.
Auf einmal wurde aus den 5 Jahren über 10. Nach der Trockenphase rund um 2004 stieg der Pegel wieder an und hielt sich auch viele Jahre relativ stabil. Erst in den letzten Jahren war wieder ein Abwärtstrend zu erkennen, der dann unter anderem im letzten Jahr und vor allem in diesem Jahr extremer wurde. All dies ist unter anderem auch befeuert durch die gesteigerte Verdunstung im Zuge des Klimawandels. Jetzt bleibt aber die Frage aller Fragen. Wird der See austrocknen? Nun, das lässt sich schwer prognostizieren, alleine schon aufgrund der vielen verschiedenen Einflussfaktoren. Herr Professor Blaschke von der TU Wien hatte Folgendes dazu zu sagen. Also bin ich kein Hellseher, muss ich sagen. Ich persönlich, mein Zugang ist eigentlich, ich glaube, dass das nicht passieren wird. Weil ein wesentlicher Unterschied zu den Situationen, wie sie bei der wirklichen Austrocknung passiert ist, ist der, dass damals der See ja keinen Abfluss noch hatte, also wirklich ein geschlossenes System war. Jetzt haben wir den Einserkanal als Abfluss, das man aber reguliert hat mit einer Wehranlage. Das heißt, man kann das relativ, nicht nur relativ, man steuert sozusagen den Abfluss des Sees. Und da ist jetzt, ich glaube, die letzten 2 oder 3 Jahre eigentlich nichts abgeleitet worden. Und ja, ich würde nicht glauben, dass da jetzt, also ich hoffe sehr, dass da die Niederschläge wieder mal kommen, weil wir diese Trocken- und Nassperioden eigentlich kennen aus dem Gebiet. Das ist nichts wirklich Neues. Das hat es immer eigentlich schon gegeben, seitdem man misst, dass wir immer einige Jahre an trockenen Jahren haben und einige Jahre mit Niederschlägen. Was speziell aufgefallen ist, dass die Winter ausgelassen haben. Also die Winter- und Frühjahrsniederschläge waren in den letzten 3 Jahren speziell nicht vorhanden. Und die fehlen halt einfach. Was hat das nun für Folgen für die Fauna? Zum Brutbestand der Vögel lässt sich zumindest sagen, dass sie mit dem Wasserstand der Laken korrelieren. Bezüglich der Fische sei zu erwähnen, während früher auch im Zuge von Hochwässern ein ständiges Einwandern von Fließgewässerformen in den See möglich waren, ist dieser Zuzug infolge von Flussregulierungen und der Wasserstandsregulierung des Sees weitestgehend unterbunden. Die Fische werden nun durch den sinkenden Wasserpegel zu einer relativ leichten Beute für Vögel, weil sie in seichten und isolierten Wasserkörpern eingegrenzt werden. Zusätzlich treten am Neusiedlersee bei wärmerer Witterung anoxische, also sauerstoffarme Bedingungen im Schilfgürtel auf und die Fische sind vor allem morgens gezwungen, in den dünnen, sauerstoffreicheren Schicht an der Oberfläche der Laken zu atmen. Was nun die Entwicklung der Flora, also Pflanzen, betrifft, können wir zumindest für den Schilfgürtel eine vorsichtige Prognose geben. Aufgrund von 2 gegenläufigen Effekten könnten sich die Schilfbestände leicht verbessern, da durch den niedrigen Wasserstand das Reduxpotenzial im Sediment steigt, während durch die stärkere Erwärmung des Bodens das Reduxpotenzial wieder sinkt. Es ist daher anzunehmen, dass das Reduxpotenzial mehr oder weniger unverändert bleibt. Also wir haben jetzt Probleme mit dem Wasserstand und mangelnden Regen. Zusätzlich dazu gibt es aber noch ein weiteres Problem, das ebenfalls vermeidbar wäre, nämlich die Informationsarmut. Wenn man das bewirtschaften will in einem vernünftigen Maße, dann brauchen wir entsprechende Untersuchungen und Daten. Ja, weil man muss ja eine Idee haben, wenn ich was umsetzen will. Und die Ideen sind nicht nur so hergesagt, es muss dann auch wirklich planbar sein und auch durchführbar. Und da hätte man meiner Meinung nach in den letzten 2 Jahrzehnten schon mehr tun können, um diese Grundlagen, die man braucht, zu erheben. Das ist in den letzten 2 Jahren mehr geworden, und gerade in diesem Jahr sehr intensiv mehr, weil einfach es wirklich sehr dramatische Bilder gibt, die man alle sehen im Fernsehen. Und die Politik dadurch halt einfach jetzt zum Handeln, ja, aufgrund dieser Bilder gezwungen wird, was zu tun. Es ist leider halt oft, wie es halt auch in anderen Bereichen oft ist, es muss wirklich was Dramatisches passieren, damit dann die entsprechenden Aktionen gesetzt werden, sprich Gelder fließen letztendlich. Und das, da tun sich halt, beim Hochwasser ist das Ganze, das ist evident, das sieht jeder, da geht man hin, da gibt es Katastrophen, gibt es ja jetzt auch genug, wenn man weltweit schaut, oder auch in Österreich gegeben in den letzten Jahren immer wieder.
Und immer dann, wenn sowas passiert, dann gibt es dort die Aufmerksamkeit und auch die entsprechenden Untersuchungen. Und da ärgert mich ein bisschen die Vorausschau, ja, weil wenn man viele dieser Dinge weiß, man schon, dass das ein Thema werden wird. Es ist ein sensibles Gebiet. Die Temperatur nimmt zu, das wissen wir schon lange. Und da hätte man diese Grunduntersuchungen, ich sage jetzt ein Beispiel, am See ist ein Thema, wir haben ja die offene Wasserfläche und den Schilfgürtel. Und über den Schilfgürtel weiß man relativ wenig, wie die Interaktion ist zwischen See und Schilfgürtel. Das ist aber ein wichtiger Punkt, weil Schilfgürtel wird immer wieder vom See auch dotiert. Wo gehen die Nährstoffe hin? Bleiben die im Schilfgürtel drinnen? Werden die dann dort genutzt? Wie ist da der Austausch? Ja, da weiß man, da passiert etwas, aber man weiß noch nicht zu wenig. Es hat jetzt ein Projekt gegeben zu dem, aber bei dem ist man zum Beispiel draufgekommen, man weiß noch nicht, oder man hat keine Daten, wie ist der Untergrund oder die Höhe des Untergrundes unter dem Schilf. Wir haben sehr gute Daten über den See selber, da wissen wir, wo ist die Seesohle, die wurde genau vermessen, aber im Schilf drinnen kaum Daten vorhanden. Ist schwierig, die Vermessung ist dort schwieriger als wie im See, aber es wäre notwendig, weil man wird dort Eingriffe durchführen müssen. Und bleibt aber wie immer die Frage aller Fragen, was soll man dagegen tun? Ein Vorschlag ist zum Beispiel die Wiederaufforstung der Windschutzgürtel, die in den vergangenen Jahrzehnten deutlich kleiner wurden. Dies führte dazu, dass der Wind quasi ungebremst wehen kann und dadurch die Flächen weiter austrocknet. Intensiv diskutiert wird zum Beispiel auch der Plan, eine Donauzuleitung zum See zu errichten. Dabei soll ein bestehender Bewässerungskanal in Ungarn bis zum Seewinkel verlängert werden, wodurch ganze 30 Millionen Kubikmeter Donauwasser zugeleitet werden können. Um das Ganze in Relation zu setzen, der gesamte Neusiedler See hat ein Volumen von etwa 320 Millionen Kubikmeter Wasser. Damit kann der Wasserstand des Neusiedler Sees theoretisch um 10 cm gehoben werden. Eine erste Grundsatzvereinbarung mit Ungarn gibt es bereits. An einem konkreten Vertrag, bei dem aber auch Organisationen wie der WWF oder BirdLife Mitspracherecht haben, wird gerade gearbeitet. Welche Schwierigkeiten diese Idee mit sich bringt, darüber reden wir gleich. Ein eher überraschender Vorschlag ist hingegen, dass man den See komplett austrocknen lässt. Das Austrocknen sei für einen Steppensee wie den Neusiedler See nicht nur normal, sondern auch wichtig, sagt Bernhard Kohler vom WWF. Denn dass der See austrocknet, ist historisch betrachtet eher die Regel als die Ausnahme. Der Grund, warum der See nicht verlandet, ist laut ihm: Beim Neusiedler See passiert das nicht, weil in der Austrocknungszeit der organische Anteil des Schlamms, wenn Sauerstoff dazukommt, durch Bakterien zersetzt und der mineralische Anteil vom Wind ausgeblasen wird. Dieser Vorschlag hat aber definitiv so seine Tücken. Von wasserwirtschaftlicher Seite würde ich sagen, ist es für den See oder für die Wasserwirtschaft als solches, wäre es keine Problematik, ja, weil nichts wasserwirtschaftlich dran hängt in dem Sinn, dass sie sie nutzen das nicht für Trinkwasser. Die einzige Problematik, die man hat, dass halt Kläranlagen, Abwässer hineingehen in den See von den Umlandgemeinden. Die Wulka als einzige Oberflächen oder einer von zwei Oberflächen zubringen, ist eigentlich, besteht zu 80% aus gereinigtem Abwasser. Das würde ja weiter hineinfließen. Also ganz austrocknen in dem Sinn, diese durchschnittlichen 2 Kubikmeter der Wulka, die würden ja den See nach wie vor wo drinnen sein, wie die sich dann verteilen, bleibt dann eine Frage, die offen ist noch, ob dann das alles verdunstet. Ich glaube, für die Natur, die Ökologen sagen ja, das ist kein Problem, die Natur erholt sich wieder, das wird alles wieder kommen. Aber es hängt halt wahnsinnig viel anderes dran, also die ganze Tourismusproblematik, die da mit verbunden wäre, die dann weg wäre, die gerade für diese Region, glaube ich, sehr entscheidend ist. Und das mit der Grund ist, warum jetzt so viel passiert. Wenn das nicht wäre, dann würde vielleicht eh nichts passieren.
oder würde man nichts tun. Relevant für die Gesundheit des Sees sind aber auch der Salzgehalt und die Wassertrübe, wobei ein hoher Salzgehalt auch meist zweiteres zur Folge hat, da die kleinen schwimmenden Kristalle des Salzes das Licht blockieren. Außerdem sitzen auf jeden dieser Partikel kleine Bakterien, die totes organisches Material zersetzt, wodurch sich weniger Schlamm am Seeboden absetzt. Durch das fehlende Licht gibt es auch weniger Algen. Würde man nun beim Einleiten des Donauwassers nicht aufpassen, könnte der Salzgehalt sinken, wodurch auch mehr Licht durchdringt und das Algenwachstum angeregt wird. Was das für Folgen hat, sehen wir uns nun in einem kleinen Versuchsaufbau an. Wir haben hier Wasser, Wasserpest als Substitut für die Algen, ein Luftballon und Bromthymol-blauer Indikator. Was ich hier nur zeigen möchte, ist, wie Pflanzen durch Photosynthese Einfluss auf den pH-Wert des Wasserkörpers, in dem Fall des Neusiedlersees, nehmen. Der Neusiedlersee hat einen pH-Wert von etwa 9, während die Donau einen pH-Wert von etwa 7,4 hat. Das ist also etwa der Bereich, in dem wir uns bewegen. Was wir nun machen, ist, dass wir einige Tropfen Indikator in die beiden Epovetten mit Wasser tropfen. Anschließend blasen wir den Ballon auf und nutzen diesen Schlauch, um die Luft ins Wasser zu befördern. Nun geben wir in einer dieser Epovetten unsere Algen und beleuchten das Ganze, um die Photosynthese zu beschleunigen. Was nun passieren wird, ist, dass die Wasserpest das CO2 aus der Atemluft und das Wasser mit Hilfe des Lichts zum einen in Glucose und zum anderen in Luft umwandeln wird. Und wie wir sehen können, steigt in dem Becherglas mit der Wasserpest auch der pH-Wert, während das Vergleichsglas ohne Wasserpest die Farbe beibehält, also keine Änderung des pH-Werts erfährt. Das ist eben deswegen so heikel, da Fische eher einen pH-Wertbereich von 6 bis 8,5 präferieren. Steigt dieser zu stark an, kann das eine Gefahr für die Fischpopulation bedeuten. Problematisch könnte es auch werden, wenn man zu viel Wasser aus dem See mit Hilfe des Einserkanals ablässt. Das hat man nämlich vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemacht, als unter anderem durch Starkregenereignisse weite Teile des Umlands überschwemmt waren. Auch dadurch sank der Salzgehalt von etwa 15 Gramm pro Liter auf nur mehr 2 Gramm pro Liter ab. Deutlich klüger wäre es, das Donauwasser ins Grundwasser zu leiten, da dies auch den Laken in der Umgebung helfen könnte. Fast noch wichtiger wäre es aber, weniger wasserintensive Pflanzen in der Region und den See anzubauen und das Donauwasser statt dem Grundwasser für die Bewässerung zu verwenden, wobei laut Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Belakovic bereits an neuen Technologien für die Bewässerung gearbeitet wird oder Kulturen umgestellt werden. So sei etwa im Seewinkel der Anbau von bewässerungsintensiver Zuckerrübe rückläufig. Um all diese Aktionen zu managen, wurde im Juni dieses Jahres die Seemanagement GmbH gegründet. Ein erstes Pilotprojekt gab es in der Hafenanlage bzw. im Bereich der Hafeneinfahrt der Rusterbucht. Dabei wurde die Schlammoberkante in einigen definierten Bereichen um durchschnittlich ca. 25 cm abgesenkt. Der abgesaugte Schlamm wurde anschließend durch eine 2 Kilometer lange Transportleitung in ein Sammelbecken gepumpt. Es scheint ein Schritt in die richtige Richtung zu sein, wie Professor Blaschke findet. Na, ich denke mir, dieser Schritt dieser Managementgesellschaft ist vom Landesseite her einmal in die richtige Richtung. Ja? Weil ich glaube, dass die Beamtenschaft im Land ist sehr bemüht und engagiert, aber einfach überlastet von all den, die haben ja viele Aufgaben. Es gibt ja nicht nur den Neusiedlersee. Das Brühlang besteht ja aus mehr als wie Seewinkel und Neusiedlersee. Daher ist die Wasserwirtschaft als solche von der Belastung her, glaube ich, wäre sie überfordert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist auch, dass ich glaube, dass so eine Gesellschaft mehr Möglichkeiten hat, auch mit den entsprechend mit den Gemeinden zu kommunizieren, mit Großgrundbesitzern, die es dort in dem Gebiet auch gibt, die mit einzubinden. Ich glaube, dass sie auch ein bisschen unabhängiger agieren kann als die Landesregierung selber. Und da setze ich ein bisschen meine Hoffnung rein, dass diese in dieser Gesellschaft eben auch Dinge gedacht werden können, die vielleicht in einer Landesregierung, die ja doch dann letztendlich irgendwie politisch geführt wird, vielleicht nicht gedacht werden können. Ja? Also würde ich hoffen, dass dort mehr
Ideen zusammenkommen können, mehr Ideen betrachtet werden können, angeschaut werden, ausgeschlossen werden oder dann eben vielleicht weiterverfolgt, im Detail angeschaut werden. Und dass das auch das Wichtige ist, eben, dass man das als Großes betrachtet und nicht anschaut, jetzt die Gemeinde X, die hat ihr Hafenbecken, die möchte das aufbaggern, damit die Segelschiffe dort wieder entsprechend fahren können. Oder den Stichgraben, der zum Hafen führt und was immer. Das ist zu wenig. Ja? Da muss man das Gesamtsystem überlegen, weil halt alles mit allem zu tun hat, wie man so schön sagt. Und das wird oft vergessen. Ja? Und das ist, denke ich mal, das wäre dafür eine Gesellschaft das Richtige, ja? Dass die das im Gesamthaft betrachten. Ich hoffe nicht, dass das nur jetzt bei dem Management von irgendwelchen Baggerungen stehen bleibt, sondern dass das auch weitergeht und sich Dinge dazu überlegt, wie kann man vielleicht das Baggern verhindern. Wäre auch denkbar. Gibt es Maßnahmen, um hier eine Verbesserung herbeizuführen? Ja, das ist ja nicht, gibt ja technische Wege, auch da Dinge zu setzen, um das in Hand zu halten. Die weitere Entwicklung des Sees sollte man auf jeden Fall beobachten. Schlussendlich möchte ich mich noch bei Herrn Professor Plaschke für seine Expertise zu diesem Thema bedanken. Ich hoffe jedenfalls, dass euch dieses Video gefallen hat und bedanke mich fürs Zusehen.